Und damit herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia, The Sands of Time. Ich habe mal nachgeguckt. Okay, da komme ich nicht hoch, schade. Ich kann ja auch nicht speichern. Was ja doch recht ungünstig jetzt für mich ist. Ich lasse mich mal hier runterfallen, ne? Oder er springt auch einfach runter. Ehre, über die kann ich auch drüber springen. Ich dachte, die ficken mich richtig, wenn ich über die drüber springe. Au, au. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Das war keine gute Idee. Okay, mach halt nicht das, was ich drücke. Danke. Ich hoffe, man hört meine Maus nicht so dolle. Ich weiß auch nicht, ob das eigentlich ein Konsolenspiel ist. Das vielleicht besser mit Controller spielen würde. So. Schlitz, Schlitz. Wie hast du mich getroffen? Da waren 7 Meter zwischen uns. Weg. Nee, machen wir mal nicht so. Warten wir mal kurz so. Was war das denn bitte? Das habe ich nicht begriffen, was die Kamera sollte. So, weg mit dem. Und dann nehmen wir den hier mal auseinander. Und Schlitz. Jetzt schick bitte deine Waffen weg, danke. Bruder, Alter. Das war anstrengend. Und jetzt brennt da oben der Scheiß, klar. Ich schön beim letzten Mal feiern machen können. Danke für gar nichts, Spiel. Man kann halt leider echt nicht so gut sich umgucken. Okay, Moment mal. Das tut mir schon weh, ist klar. Was ist das hier? Okay, das heißt, ich mache das hier, damit sie runterkommt? Offensichtlich nicht. Erstmal gönne ich mir ordentlich einen Zip. 2. Gott. Da oben ist Sand. Den höre ich. Und ansonsten ist hier gar nichts. Das heißt vielleicht doch den Hebel? Nee. Also ich dachte halt, ich drücke den Hebel und sie springt runter. So war es ja jetzt nicht mehr so hoch, aber scheinbar nicht. Scheinbar denkt sie sich ja so, nee du, also ein Zentimeter ist mir schon noch zu hoch. Tut mir leid. Wer der Herr Prinz, der hier alles hinkriegt? Das macht keinen. Klar. So, lass mich raten. Ich soll das eigentlich. Alter, auf. Alter, die Schnauze, ist nichts passiert. Ich soll das eigentlich so machen, dass ich die Kiste da hole, die man ja schieben kann. Nee?
Danke. Jetzt diese Kiste hier runterschiebe. Und die auf den einen Schalter stelle und dann eventuell eine andere Kiste auf den anderen Schalter stelle, richtig? Junge, schieb. So, ich schätze mal, dass ich die Kiste hier drauf stelle. Lass mich raten, hier steht noch einer. Zugegeben, da war es nicht so drauf geachtet, wo diese Kisten stehen. Danke. Ich will mich gerade schon wieder aufregen. So. Hier steht keine zweite. Ich sehe zumindest keine zweite. Steht hier irgendwo noch. Man kann sich halt auch nicht so richtig gut umgucken, ne? Hm. Kannst du da. Bitte runtergehen, danke. Wir speichern jetzt erstmal. Ich bin gerade echt einfach überfragt, was ich tun soll. Ist ja schön, dass du mir schon Sachen von draußen zeigst, aber ich bin noch nicht mal draußen. %24. Wir sind bei einem Viertel des Spiels ungefähr. Nee, wir machen schon noch ein bisschen weiter spielen. Danke. Ich brauche noch so eine Kiste. Oder sie bewegt ihren fetten Arsch einfach mal nach unten. Hört damit auf. Nee. Ich möchte schon speichern, danke. Gut, das Problem ist jetzt. Es gibt hier keine so eine zweite Kiste. Welcher Hebel, Bruder? Habe ich einen Hebel übersehen? Ich hab keinen Hebel übersehen. Ist kein Hebel. Hä? Es kann sein, dass ich wirklich gerade was übersehe. Wahrscheinlich tue ich es auch. Aber ich wüsste gerade nicht, was. Also ich verstehe nicht, warum. Ist die Kiste jetzt im Ziehen? Nee. Ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach nach unten kommt und sich auf den einen Schalter stellt, ne? Hm. Ich kann ja hier nicht drauf stehen bleiben. Und sie kann ja irgendwie nicht. Ah, hier steht noch eine Kiste, okay. Junge, okay, ja, gut. Dass die am Arsch der Heide steht, damit habe ich nicht gerechnet. Also halt wirklich nicht. Ich habe damit gerechnet, dass eine Kiste rechts steht und eine links. So ist nicht. Aber nicht, dass eine irgendwie komplett hinter irgendwas anderem versteckt steht. So. Die habe ich auch beim Fighten nicht gesehen, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe, muss ich zugeben. Gut aber, dass sie sagt, der Hebel. Aber es gibt gar keinen Hebel. Naja, weil das ist ja. Hallo? Das ist ja nicht mein Hebel. Das ist ja ein Schalter. Es ist nicht dein Scheißernst, dass ich das auf Geschwindigkeit machen soll, während in der Mitte so ein. Das ist einfach echt nicht. Das ist absolut schlecht gemacht. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit ich jetzt verloren habe. Ja, also, mir kann jetzt keiner erzählen, dass das gut ist. Nee, komm, wir warten noch mal kurz. Ich möchte so einen Backflip machen. Komm, bitte. Bitte. Danke. Zweimal dreht sich die Kamera, easy. Danke. Klar, jetzt fällt die Tür nicht mehr zu.
So. Weiter jetzt. Sie kommt da natürlich nicht rüber. Wie hat sie das? Das will ich sehen. Sie springt da einfach rüber. Fuck you. Sie kann nicht mal so einen kleinen Hügel runterspringen. Wo sind wir? Das war des Sultans Bestiarium. Heißt es nicht Bestarium und nicht Bestiarium? Ich hoffe nicht, dass hier Gegner kommen. Das würde ich jetzt nicht so fühlen, muss ich zugeben. Erstmal einen kleinen Sandhaufen holen. Ich würde gerne wissen, wie viel ich inzwischen habe. Ich glaube, mir fehlt noch einer zur nächsten Leiste. Da sind Gegner. Ich konnte nicht lesen. Ich habe ungefähr 5-mal in seine Richtung gelenkt, um über ihn drüber zu springen. So ungefähr. Ich soll irgendwie R und Dingens drücken, das habe ich nicht verstanden, um irgendeinen Frost zu machen. Habe ich aber auch gerade nicht ganz genug durchgelesen, muss ich dazu sagen. Okay, Frage. Über die werde ich wohl nicht hüpfen können, ne? Ne, die erreiche ich nicht, okay. Gut, da ist ein Schalter dahinter. Da kann ich wieder speichern. Da speichere ich auch direkt mal. Halt doch dein Maul, ey. Ja, die alte geht mir übrigens hart auf den Sack. Das sind schon 28% jetzt. Mal fangen wir hier an. Das waren 4%. Ich hab nichts gemacht. Holz jetzt wieder rum, dass ich das nicht machen soll. Ja. Hallo. Muss ich jetzt echt so springen? Ich konnte nicht einfach an dem scheiß Baum losklettern. Oder was? Nee, ich hab schon springen gedrückt, kleiner Prinz. Geschafft. Komm, nein. Vögel. Wie haben die den Sandsturm überlebt? Die brauchten nicht zu überleben. Okay, also ich hätte es hilfreich gefunden, wenn hier die Anladung für den Scheiß gestanden hätte, die ich wahrscheinlich hier benutzen soll. Was ist das hier? Keine Ahnung, okay. Ich habe jetzt nämlich keine Ahnung, wie ich gegen die fighten kann. Oder hat sie die alle weggemacht? Ja, da oben ist noch... Okay, die halten dafür auch nichts aus, ne? Na komm her. Ich kann nicht lenken. Okay, er ist tot. Keine Ahnung, was passiert ist. Also ich wollte mich halt gerade umgucken. Hat überhaupt nicht funktioniert. Da fällt er noch vom Himmel. Junge, die Steuerung, kompletter Schmutz einfach. Gott, also... Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Hier ist irgendwie so ein Spalt im Boden, wo scheinbar eine Leiter rausfährt. Gut, dann gibt es irgendwie... Das Ding, wo ich rein muss, aber nicht so einfach reinkomme, glaube ich zumindest.
Noch begreife ich gar nichts. Ich habe hier eine Kiste zum Ziehen und Schieben. Die habe ich mir gemerkt. Dahinter... Ah. Ihr geht da rein. Was? Will ich diese Kiste hier wegziehen? Okay, wo kommst du raus? Schätzungsweise da? Ja. Ich bin da. Ich lege den Hebel um. Das ist kein Hebel. Ich schau mal, wo der hinführt. Danke. Das sagenumwobene Bestiarium von Azad, der Stolz des Sultans. Es war eines der Weltwunder. Als Kind träumte ich davon, es mit eigenen Augen zu sehen. Nun war es ein Ort des Schreckens. Eine verlassene Ruine, verwüstet durch den Sand der Zeit. Hier bin ich. So cool sieht das gar nicht aus. Wo kommst du her? Keine Ahnung, okay. Okay, ich dachte eigentlich, ich hätte da hochgekonnt. Ich dachte eigentlich, ich hätte mich da hochziehen können, aber scheinbar nicht. Erstmal Zip nehmen. Ich höre einen Sandhaufen. Und begreife gerade nicht, wie ich da hochkam. Ah, okay, so. Okay, das ist kein Sandhaufen. Ich höre das Speicherfeuer draußen. Ich nenne es jetzt aber mal Speicherfeuer. Haben die einen Namen? Das hat nicht so funktioniert, wie ich erwartet habe. Ich dachte, hier hätte noch so ein Ding gehangen. Scheinbar nicht. Okay, kann ich da einfach rüberrennen? Scheinbar ja. Ehre. Okay, das war nicht geplant. Das war auch nicht geplant. Das Problem ist, außerhalb von Kämpfen kann man halt nur so eine beschränkte Anzahl an Zurückspulen machen, ne? Das war ganz schön close. Okay, hier ist nichts. Da ist eine Leiter. Ja. Digi? Danke? So, und jetzt? Könnte ich hier an der Wand langlaufen? Das wollte ich nicht. Ich wollte das machen. Jetzt könnte ich... darüber springen und hier raus. Ne? Okay, ich hätte irgendwie erwartet, dass ich... Boah, Junge, Alter. Ganz schlimm gerade. Danke. Ja, komm hoch. Alter, ist die Steuerung gerade schrecklich gewesen. So, servus. Ich meine, in die Richtung muss ich drehen. Passt jetzt gleich ganz gut mit dem Part, weil da vorne ist ja schon das nächste Lagerfeuerchen. Perfekt. Ich sah eine Tür aufgehen.
Ja, dann geh die. Du musst auch springen, wenn ich springen drücke. So. Und ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Das gucken wir uns selbstverständlich nur an. Warum sollte ich da runterfallen? Ja, wir möchten speichern. Wir sind jetzt bei immer noch bei 28%. Hä? Beim nächsten Mal fangen wir hier. Hey, du hast ein komplettes Level gemacht, inzwischen zwei Lagerfeuern, 100.000 Mal hin und her gesprungen und hast ein paar Gegner besiegt. Hier, kein Prozent. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.